Hallo allerseits, ich bin Mori. Vor einiger Zeit habe ich Ihnen erzählt, dass China für immer mehr Länder die Visumfreiheit eingeführt hat. Dazu gehören auch Deutschland und Österreich. In früheren Videos habe ich Ihnen auch viele chinesische Orte und unterschiedliche kulturelle Städte vorgestellt. Haben Sie vor, China zu besuchen? Heute möchte ich mit Ihnen über einige Tipps sprechen, die Sie vor einer Reise nach China wissen sollten. Unser heutiger Gast ist Moritz Lohmann, der sich sehr gut mit China auskennt und erst vor kurzem in China war. Hallo Moritz! Guten Tag Mengyu, es ist mir eine Freude mit dir zu sprechen. Herr Moritz, du warst schon vor einigen Tagen in China, oder? Richtig, ich habe zum ersten Mal seit der Pandemie eine längere Reise in China durchgeführt. Dieses Mal insgesamt für einen Monat. Musstest du dieses Mal vor deiner Reise in China irgendwelche Formalitäten erledigen? Dieses Mal war es etwas einfacher als sonst. Normalerweise sollte man sich länger vor einer Reise mit dem Visum beschäftigen, gezielt gewisse Formulare ausfüllen und dafür sorgen, dass man am Tag der Einreise alle Dokumente zusammen hat. Dieses Mal war es etwas einfacher. Ich musste nur meine Ausreise beweisen. Das heißt also, ich musste ein Dokument vorlegen, mit dem ich beweisen konnte, dass ich nach den 15 Tagen visafreier Periode ins Ausland gehe. Und dann konnte ich nach einer Weile im Ausland wieder nach China einreisen, um noch eine weitere 15 Tage visafreie Periode ausnutzen zu können. Das kann ich jedem Deutschen empfehlen, der sagt, 2 Tage ist zu kurz, um China wirklich zu genießen. Wenn ich mir schon ein Flugticket kaufe auf so eine lange Distanz, dann möchte ich länger als 2 Wochen bleiben. Diese Möglichkeit besteht. Man kann zum Beispiel nach 13 Tagen ausreisen nach Laos oder nach Thailand oder nach Vietnam und dann nach eben 2 oder 3 Tagen im Ausland wieder einreisen nach China und nochmals 15 Tage Visafreiheit genießen. Was ist dir nach deiner Ankunft in China also deutlich aufgefallen? Genau. Wir sollten auf jeden Fall mal über die organisationellen Dinge sprechen einer China-Reise. Ganz, ganz wichtig ist es, dass man sich vor einer China-Reise verschiedene Apps auf sein Handy herunterlädt. Erstmal braucht man natürlich WeChat. Ja? Es wird ganz viele Chinesen geben, die einem begegnen, die einen gerne kennenlernen möchten und vielleicht auch mit einem in Kontakt bleiben möchten. Denn da ist dann ein QR-Code, der kann gescannt werden und es ist quasi wie eine Art WhatsApp. So. Man kann dort auch Foto posten, das ist quasi wie so eine Art Instagram von China. Ja, das heißt, dass die 2 Funktionen sind in einer App schon drin und es hat sogar eine Bezahlfunktion. China funktioniert eigentlich fast nur noch mit 2 Bezahl-Apps, nämlich mit WeChat Pay und mit Alipay. So. Beide Apps wirken erstmal ein bisschen schwer zu benutzen für Nicht-Chinesen, denn man sollte eigentlich ein chinesisches Konto mit diesen Apps verbinden, damit sie gut nutzbar sind. Seit kurzem ist es aber auch möglich, ausländische Bankkonten mit WeChat Pay und Alipay zu verbinden. Das heißt, wenn ihr in China unterwegs seid, wenn Sie in China unterwegs sind, gibt es die Möglichkeit, dass Sie die QR-Codes in den Restaurants, in den Läden auch mit Ihrem Handy scannen können. Gab es irgendwelche Überraschungen oder Pannen? Eine weitere kleine Panne, die ich vielleicht ein bisschen erzählen kann. Es ist eigentlich sehr möglich, für Ausländer in China selbst Zugtickets zu buchen. Mhm. Man kann das auch mit der offiziellen Staats-App machen, 12306. Mhm. So heißt die App. Man kann sie sich auch schon in Deutschland herunterladen und damit Zugtickets buchen. Aber es ist manchmal so, dass zum Beispiel auf den englischsprachigen Apps eine kleine Buchungsgebühr verlangt wird von 2 € oder 3 € extra. Für diejenigen von uns, die da sehr viel Geld sparen möchten, es lohnt sich auch hier, die chinesische App herunterzuladen und sich von einem chinesischen Freund, einer chinesischen Freundin dabei beraten zu lassen, das Handy sozusagen in Deutschland schon zu verwenden und in der chinesischen App die Tickets vorzubuchen. Leider können sie nur 2 Wochen vor Reisestart gebucht werden. Es ist also nicht möglich wie in Deutschland, dass man 3 Monate im Voraus alle seine Zugtickets bucht. Das muss ein bisschen kürzer vor dem wirklichen Datum getan werden. Ja, alle Zugtickets in China kann man nur vor 2 Wochen buchen. Das ist für alle gültig. Hast du noch irgendwelche Vorschläge für unsere Fans, die nach China reisen wollen? Also in Deutschland haben wir das Problem,
Es gibt zum Beispiel Nachtzüge zwischen Hamburg und Stuttgart, ja, aber es gibt keine Nachtzüge zwischen Hamburg und Frankfurt, auch wenn das am Tag mit 4,5 Stunden eine dann doch etwas nervig zu bewältigende Sache ist. Natürlich gibt es ICEs, die man nehmen kann um 2 Uhr morgens, die dann um 9 Uhr morgens da ankommen. Aber will man um 2 Uhr morgens am Hauptbahnhof stehen? Ich will es nicht, ja. Also ein großer Tipp, den ich an unsere Hörer und geneigten Leser habe. Schauen Sie sich in der 12306-App, vielleicht auch auf dem Handy Ihrer Freunde, wenn Sie es sich selber machen wollen, schauen Sie sich die Möglichkeiten der Reise an. Wenn Sie von Beijing nach Shanghai wollen, nach Nanjing wollen oder von Nanjing nach Qingdao, diese ganzen so am Tag vielleicht 4, 5, 6, 7, 8 Stunden dauernden Zugverbindungen sind bei Nacht total bewältigbar. Ja? Das heißt also, man könnte zum Beispiel eine Distanz, die ich gemacht habe, war Nanjing nach Qingdao. Ja? Eine Distanz, die am Tag 4 Stunden dauert, habe ich bei Nacht in 8 bis 9 Stunden für weniger Geld tatsächlich als dieser Speedzug, als für den Gaotje machen können. Denn vielleicht, das müssen Sie wissen, dieser Hochgeschwindigkeitszug in China kostet. Ja, der ist natürlich nicht preiswert, aber er ist trotzdem sehr lohnenswert, ne? Also der Hochgeschwindigkeitszug kostet, glaube ich, 30 € auf der Distanz für 4,5 Stunden Schnellfahrt. Und dann gibt es halt für die 8 Stunden Schnellfahrt auch einen Soft Sleeper oder einen Hard Sleeper, je nachdem, ob Sie mit 4 oder ob Sie mit 6 Leuten in einem Compartment sein wollen. Es gibt auch Einzelcompartments, aber die 6-Leute-Version kostet zum Beispiel nur 28 €. Das heißt, man ist bei Nacht genauso preiswert dabei, schläft gemütlich und kommt am nächsten Morgen um 7 Uhr in Qingdao an und kann dann direkt anfangen zu erkunden. Also eine große, große Empfehlung. Seien Sie nicht genervt von längeren Inlandszugfahrten, machen Sie diese nachts. Es lohnt sich. H-Züge sind die langsamsten, die D-Züge sind die zweitlangsamsten, die sind aber eigentlich schon relativ schnell. Und die D-Züge sind die am schnellsten fahrenden Gautier, also Hochgeschwindigkeitszüge. Du kannst wirklich China sehr, sehr gut aus. Danke sehr, Moritz. Was möchten Sie noch über Reisen nach China wissen? Hinterlassen Sie gerne einen Kommentar unten. Der Kanal von Moritz auf Douyin heißt Deguo同学罗伟哲. Bitte folgen Sie unseren beiden Kanälen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.